Aber mal schauen, wie dein GTA 6 wird. Ich hoffe, da kommt wieder so ein neu. Alles klar. Kannst ja mal meine Einladung annehmen. Was für eine Einladung? Job-Einladung. Oh, meist gesucht, okay. Das hat mich gerade nämlich auch gewundert. Ja. Dann machen wir das doch mal gerade. Warte mal kurz, ich muss Munition kaufen. Ja, ich habe da schon 60.000 verloren. Alles klar, wir können starten. Ich hoffe, da gibt's jetzt Cutscenes. Die Whitney. Grace Whitney. Du hast die Kamera. Hm? Du hast die Kamera einfach. Okay. Und da gibt's keine Dings. Na dann. Also da hat anscheinend jemand seinen Tod vorgetäuscht, wie ich das richtig verstehe. So. Ja gut, die kennen wir ja schon, die junge Dame. Kennen wir? Haben wir eben im Vorschaubildchen gesehen. Ach so, ja. Wir sollen zur leichten Halle des Fjärkwer-Krankenhauses. So. Na denn. Wir machen still und heimlich. Kann ich. Alter. Ich sag doch, ich kann still und heimlich. Ja, er war vom Feuerwerk abgelenkt, sodass ich ihn in Ruhe killen konnte. Ja, vielleicht hat's gereicht. Er war genau das auch so beabsichtigt, irgendwie. Psst, 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 psst. 3, 2, 1. Macht natürlich Sinn. Ja, das ist jemand anders. Ein Foto machen. Warte, ich darf Fotos machen. Stellen wir es wieder raus. Jo, verlassen wir sie mal. Ich kann gerade nicht. Warum kannst du nicht? Jetzt. Oh. Wir kriegen Besuch. Kriegen wir? Ja. Zwei rote Punkte, die sich auf uns bewegen. Zu uns bewegen. Ich sehe dann keinen roten Punkt. Zwei kommen doch. Ich weiß nicht, was du dir da einbildest. Wie gibt's die zu Grace Fitness Galerie?
Jo. Wie viel Kohle hat die denn? Naja, Millionärin. CEO. Also, ich bin. Also, wenn man zu meinem ganzen Vermögen ansieht, ich glaube, ich habe schon 200 Millionen erwirtschaftet. Und mehr als 50% davon sind Kaio. Na dann. Ah, Bruno und Bremsen. Ich finde es aber gut, dass es so eine separate Lobby ist, weil wenn wir zum Beispiel eine Öffi-Lobby und das machen, dann wäre das schon ein bisschen anders. Das stimmt wohl, ja. Wir fahren ganz unauffällig rein. Ich sag dir unauffällig! Ich fall doch nicht auf. Alter, ich laufe hier mit knalle pinken Haaren rum. Wenn irgendwas unauffällig ist, dann bin ich es. Wir machen leiser. Mach du mal. So, wir müssen hoch. Hey, do you like my new hair? You look like a totally different person, right? Ugh, God, the general population is so stupid. Oh. Voll in Richtung Dach. Ich muss erstmal zu dir hochkommen. Da bist du. Du brauchst auch keinen Schalter von mir auspacken. Ich versuche trotzdem mit Pisse durch. Mit Pisse durchzumachen. Okay. Angriff! Was ein Heli. Dex-Heli, da. Das ist doch Treffer. Achtung, wir können auf die ziehen, die Patienten. Ja, warte, ich muss jetzt mal zu dir hoch, da. Die Olle ist gerade zu blöd. Pack doch die Waffe wieder ein. Ja, bei mir lädt das so lange. Ich hab's schon. Ich hab die entwaffelt.
Nice. Komm her. Ja? Und sagt sie was? Kann ich jetzt verhaften? Ja. Ich hab's. Alles gut. So, Schwester, Abflug. Genau, direkt vom Dach ins Auto. Schnell und effizient. Jetzt gibt Gas. Ja, ja, ich weiß. Bin dabei. Das glaube ich nicht. Warum fährst du so? Weil ich nicht im Verkehrsregel versucht habe. Oh, Alter. Ich versuche mich im Verkehr. Ja, yeah, ich habe was gemacht. Du musstest ja sterben, also durfte ich, habe ich es gemacht. Ja, weil mein Elektroschocker nachgeladen hat. Der hat halt eine mega lange Nachladezeit. Das ja, ist gut. Ich habe es ja daneben bekommen. Du musst ja einfach hier auf die Hand zielen und da oder schießen und dann ist die Waffe ja weg. Und dann kannst du sie verhaften. Ach ja, so. Colby wurde abgeholt. Yay, bei mir ist er immer noch da, aber egal. Ich habe einen weißen Ladebildschirm. Nochmal 25 Stunden. Wird gestartet. Na komm. Ja. Perfekt. Dann haben wir sie abgeliefert. So, ich habe keine Kaution, keinen Zugang mehr zu diesem Büro, warum auch immer. Weil die. Ach, schön, ich bin in der Solo-Lobby. Ja, Tito. Aber ich glaube, das war eh die letzte, ne? Ja. Gut. Dann haben wir das auch. Dann zahle ich jetzt ein. Und dann mache ich mich rüber zu Lester und wir fangen an mit der ersten Heist. Also, wir sehen uns da bei der nächsten Folge. Ja.